Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die mit mir, die Karin. Ich bin hier ein bisschen in Vorbereitung. Warte mal, ich muss noch das Essen rausnehmen, denn wir werden jetzt in der Gen und uns die nächste, also 4er Quest. Ich werde nochmal Munition ein bisschen auffrischen. Und dann geht es los. Ich kann bloß hoffen. Ups, da wollte ich doch ja nicht an. ich kann bloß hoffen, dass die nächste Quest so ein bisschen Richtung Wüste gehen tut. Jetzt nicht wegen Druck raus, weil ich habe nämlich ein ganz anderes Defizit. Ich habe jetzt das letzte Benzin mitgenommen. Unten ist noch ein 2000 Benzin einschmelzenmäßig. Also das, was ich noch habe. Aber ich könnte da noch ein bisschen was gebrauchen. Wenn nicht, dann muss ich eher ein paar Kahn auseinanderschrauben. Das ist nun auch nicht ihr Problem, aber so langsam geht es dahin, dass wir uns ölmäßig selbst versorgen müssen. Nein, ist ein Survival-Spiel, was hast du erwartet? Auf und davon! Halt! Jetzt! Auf und davon! Jo, da sind wir! Hallo, Jen, ich komme. Also, ich erscheine. Sag mal, ich hätte mal die vorher reparieren sollen, die Kälte. Dann mache ich das jetzt. Ja, lieber es jetzt als im Kampf. Ja. Soll man nie unterschätzen. Vor allen Dingen werdet gut, wenn die Waffen auch komplett geladen sind. Also vor Zombie-Horde zu stehen und nichts im Lauf zu haben, ist schon scheiße. Riech mal. Jetzt gerade meine Nase popeln oder was? Jo, Jen, ich brauche Quest, ich brauche was zu tun, sonst ist es mir langweilig. Ich nehme natürlich jetzt von oben, also. If you do this for me, ah, yeah. Hurry back soon, ja, then I'll have a nice reward for you. Ja, ist doch gut, jetzt, aber still, Ruhe. Ich ertrage das nicht. Was hast du denn so? Hast du doch noch was? So nebenbei ist eine Kleinigkeit für mich. Hat sie so, ja. Und natürlich habe ich natürlich keine Munition mit bei. Das ist natürlich der Bösch. Aber das ändert sich bald. And you came all this way. What a waste. Ja, ja. Ich komme wieder. Ja. I'll be back. Ich wollte bloß mal kurz ausprobieren. Funktioniert nicht. So, weiter geht's. Klappe zu, Affe tot. Ich muss da lang. Also ist das schon mal nicht im Verbrannten. Das könnte durchaus in der Wüste sein. Und natürlich habe ich nichts. Warte mal. Doch, ich habe alle mit bei. Schippe, alle mit bei. Natürlich habe ich. Ich spiele mal eine Runde Clown. Haha. Da ist der Eingang. Oh, da ist ein Wölfli. Ich glaube, den sollte ich jetzt erledigen, wa? Nein, noch ein Stück rüber. Komm mal rüber. Dann störst du mich wenigstens nicht. Flieh! Der kommt da in den Villa, wa? Gut. Was da los? Zombie gegen Miete. Jetzt sehe ich noch nie so ganz schlüssig. Alter. Super Schütze will er unterwegs. So. Also. Nachladen. Rinder. Und hoffen, dass alle gut geht. So, ich versuche erstmal, um mich ein bisschen zu
gucken, weißt du, ob alles so ist, wie es ist? Hier alles gut? Mach Tür zu, weißt du? Das sind da für mich. Ey, Schwarzpulver, na okay, in Schule, wa? Chemieraum? Essen? Jetzt habe ich den nächsten Punkt bekommen. Aber ich brauche Villa 2, ne? Ich glaube, ich brauche wieder 2 Punkte. Yep. Ab jetzt bloß noch 2 Punkte und 3. Schwierig. Aber das ist ihm halt so, ne? Und ich sehe gerade, sag mal, kann es sein, dass der Bogen... Der hat ja noch nicht Hanisch drinne. Also ich meinte natürlich die Armbrust. Entschuldigung. Das muss noch verbessert werden. Moment mal. Gut, wenn jetzt ein Zombie hier drinne gewesen wäre. Und das komplett unbewacht, das ist schon ein bisschen schwierig. So, 4 Quests erledigt. Wäre schön, wenn das so wäre. Jetzt müssen wir erstmal die ganzen Zombies hier rauspulen. Und das Schönste kommt ja erst noch. Also wenn wir das bis dahin schaffen. Natürlich schaffen wir das. Und zwar in eine Sporthalle. Da hietet ihr erst los. Loot technischerweise. Hallo. Ja, kommen Sie. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Boing. Boing. Es hat niemand mitbekommen. War aber auch knapp, weil Ausdauer war schon beendet. Da sollte man vorsichtig sein. Wie gesagt, sowas kann ja schon da hinten losgehen, weil hier ist halt offen. Und ich glaube, das ist bei der Kantine. Nee, das ist nicht die Kantine. Ich wollte gerade sagen, müssten eigentlich hier eins wie Zombies runterpurzeln. Also schon mal Waffe in Anschlag. Am Anschlag. Kann nicht schaden. Wer zeigt denn damit? Gut, Schule. Bestimmt Erdkunde gewesen hier so, wisst ihr? Oder, na okay, USA, selbstgeschnitzte Waffen. Ist ja auch nicht erlaubt. Sehr unwahrscheinlich. Achso, habe ich schon. Sehr unwahrscheinlich, dass ich hier mehr Militärzeug kriege, aber. Naja, Hitze, Kälte. Kannst du behalten, Junge. Was soll ich denn damit? Ich will Militär. Oh, das ist gut. Zack, und das nächste. Was ich nicht kaufen brauche. Und das ist schon mal gut. Und jetzt kann ich auch wieder die Uhr aktivieren. Ich, ja, ich hab's schon wieder vergessen. Na und? Seht ihr, so ist ja für euch gut. Also, wenn ihr auf lange Folgen gespielt. Ui, 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 ui. In den Puppis. Na, wie gesagt, also wenn das mehrere Zombies sind, das stelle ich mir noch ein bisschen spaßig vor. Oh, was denn, wo denn? Hier bin ich doch. Die kommt noch nicht mehr aus dem Schrank raus. Was ist denn? Eine Untote. So, nee, das ist keine Mine. Und das ist auch keine Mine. Gut. So, gleich mal hier nachgucken. Da bleibt die im Schrank hängen. Aha. Na gut, ist ein Zombie, ne? Was hast du da erwartet? Also, es ist sehr unwahrscheinlich, dass hier Zombies sind mit einem Diplom. Ich wollte gerade sagen, seht ihr, Kinder, so was macht Schule aus euch. Was habe ich denn jetzt gemacht? Achso, ich habe das da rein geschmissen. Oh, ja, da habe ich ja jetzt schon mal angestellt. So, wie gesagt, Gläser und so brauche ich nicht. Das kann ich... Ja, komm, kann schon rein in den Kopf. Was soll's? Ich nehme das so mit.
So, hier ist natürlich, hier wird Zombie sein. Ah, habe ich alles schon. Das habe ich alles schon. Ich mach mal zu. Aber da ich den Platz brauche, nehme ich die Erfahrungspunkte. Wo ist hier jemand? Hier oben ist nichts. Kann ich das hier? Na okay, wegkloppen kann ich das auf jeden Fall. Aber ist dahinter was? Ein Tresor? Ein Tresor ist doch schon mal was. Wenn da jetzt Munition ist oder irgendwas anderes Interessantes, für uns ist das doch gut. Dann ist das doch gut. Das war die Trich Nummer 1. Nummer 2. 3. Ah, jetzt 4. Jetzt muss es sich aber schon lohnen. 5. Jetzt übertreibst du es aber. Hallo? Also da muss der geilste Scheiß drinter sein. Ey, du willst mich verarschen, oder? Nee, ich versuch das nochmal. Ey, sag mal. Das musste bitte. Ich könnte jetzt schon wieder brechen. Das musste billigste, Dietrich-Set sein, was es gibt auf der ganzen Welt. Immer benutzt, schon im Arsch. So. Aufwärts. Nachgeladen ist, wie gesagt, dann kann ich gleich mal durchziehen. Und da wissen wir. Also eigentlich sollten da Zombies sein. Das ist zwar bloß. Nee, das ist Dicky. Ein Dicky. Hey, Dicky. Aber da guck ich hoch, ne? Ja. Nicht lebensfähig. Und die haben die Welt übernommen hier? Jetzt müssen wir überlegen, da müssen ja die Leute noch dummer gewesen sein als die Zombies. Das muss ja quasi Cletus-Standard gewesen sein, so. Ich kann nicht. Ich weiß nicht wie. Na gut. Schade, ziemlich wenig Rezepte. Wow! Ich hab ne Mission. Ich glaube, ich habe den nächsten Upgrade für Mr. Schrutze. Schnell da hoch, den da rüber. So. Und hupf. 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 So. Nachladen. Das ist ein Dach. Dach ist meistens Piepsi. Da ist Klopso. Ich wusste das. So, warte mal. Kommt da rum. Lirum, Larum, Löffelspiel. Der muss weg. Und der ist zu viel. Hä? Ist ja ein Hin und Her. Warte mal. Bitte. Genau. Mach so. Ist besser. Für mich. Dankeschön. Sehr lieben sie 40. So, auf jeden Fall dürften jetzt keine Piepmätze mehr kommen. So, hier hinten ist ja nichts. Erstmal. Da habe ich mich bis jetzt immer gefragt. Meistens ist es ja so, dass da hinter was versteckt ist, aber da kannst du aufkloppen und dann ist. Oh, eine Tasche. Naja, wenigstens haben sie sich die Mühe gemacht und haben was versteckt. Ja. So, nachladen. Nachladen. Aha. Hat nie ganz funktioniert.
da ist Zombie. Ach. Und dabei wollte ich gerade Sneaky Peaky. Aber sie hat wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Naja, wer es tragen kann, wa? Ich hab's schon getestet. Ich könnte tragen, aber ist mir jetzt ein bisschen zu kalt hier. Aber ich nehme die Farbe raus. So, ich hoffe, dass ich irgendwann mal vielleicht durch Zufall noch einen Aufsatz finde für den Bogen. Das wäre schon mal nicht schlecht. Kann ich hier irgendwas sehen? Nee. Ich sehe da keine Zombies. So, das ist ja die Kartine. Kommen Sie? Tür. Hüpf! Du alte kleine Hüpfdohle. Los, auf den Tisch, runter, runter und zack, los. Ich hoffe, dass du das noch nicht. Aber geil. Warte mal, ich lasse sie mal kurz hierher kommen, weil wenn der runterfallen tut, dann habe ich 12 richtig. Das wäre denn auch nicht so gut. Ich glaube, der war tot. Ja, er war tot. Also er sieht schon. Also für einen Zombie totmäßig, meinte ich natürlich, ne? Also, mir ist schon klar, dass die tot sind. So, was haben wir hier? Nichts. Das ist sehr wenig, aber gut. Was willst du machen, ne? Es ist eine Apokalypse und da bin ich nicht der Einzige, der hier rumstiefelt. Und Looten tut, also kopfmäßig. Also, eigentlich sollte es so eine Apokalypse sein. Es sei du bist der Einzige auf der ganzen Welt, dann hast du natürlich für die erste Zeit genug Loot. You loot. Aber wie gesagt, irgendwann mal verjammeltet ja auch und dann ist so eine Büchse Schappi frisst das nach 2-3 Jahren auch nicht mehr zu verknusen. Das war ein Warnschuss. Okay, Moment. Höchst, höchst. So, da ist eine Tasche. Ist das was für uns? Ah, nee, Jans. So, okay. Eigentlich schon, weil, wie gesagt, es interessiert mich nicht. Es ist Loot. Es ist mir. Da bin ich total russisch und sage, mir sei mir. Ja, okay, ist ja auch bayerisch. Wie jetzt mir? Russisch? Naja, wegen mir. Flugzeug. Flugzeug, Rakete, whatever. Ja, jetzt ist zu spät. Jetzt hast du versaut. Warte. Geklärt. Ich bräuchte ein größeres Magazin. Aber ich habe ja 2 Waffen. Eigentlich, das ist eigentlich ganz gut so. So, was ist hier los? Also, wenn da jetzt einer drin ist, Alter, dann kriegt er eine 6 sitzen. Denn ist er durchgerasselt. Eisen? In Motor? Wie gesagt, verstehe ich immer noch nicht. Ja, okay, hat er den Schrott rausgebaut. Okay, das macht Sinn, aber sonst wäre das eigentlich totaler Blödsinn. Mach das mal so. Einfach ein bisschen. Hä? Jetzt sollte eigentlich genau. Obwohl, warte mal kurz. 700 zu verschleudern ist denn doch ein bisschen hardcore. Ich nehme das mal mit. Ich habe da eine Miezekatze gehört. Da ist ja eine Miezekatze. Immer so aufgeregt sein muss. Warum habe ich denn jetzt Plastik gekriegt bei einem Helm? War das nicht immer Schrott? Ich weiß das nicht mehr. Na gut, das dauert eine Sekunde, bis das durch ist. Hallo? Hallo?
Warum hat der das jetzt gerade eben mal abgebrochen gehabt? Ich verstehe das nicht ganz. Das sollte er ja nicht... Hallo? Das sollte er ja nicht tun. Nischt. Nischt. Ach, Papier. So, hier ist eine Tasche. Ja. Juten, alten Steinpfeile. Kannst du behalten. Brauche ich jetzt nicht. So, wo geht's denn hier, Das ist die Kantine. Von hier sind wir gekommen. Da muss ich hier... Nee, hier geht es ja auch nicht weiter. Regie? Achso, ich muss hier runter. Das sieht schon ein bisschen aus, als ob hier einer war. Warum habe ich jetzt da keine Munition drin? Was soll das denn? Achso, weil ich ja keine Munition mehr habe. Na, das erklärt Fälle. Na gut, wenn du mit 1500 Munition loslaufen tust, das hält nicht ewig, Kabi. Jetzt solltest du eigentlich wissen. So ist ein Rombo. Da ist er drauf. Ich bin das immer noch komischerweise gewohnt hier von 7 Days, was wir da vorgespielt haben, mit dieser Mod, dass du da 1, 2 Stacks also mitnehmen tust und dann erstmal ein bisschen Munition hast, aber dem ist ja nicht mehr so. Na gut. Das heißt, ich habe da jetzt noch quasi eine Sporthalle mit lauter Zombies drinne. Na gut, ich kann versuchen, die von der Seite irgendwie zu kriegen und dann eben halt dann eben halt mit der Schrotze zu klären. Und wie gesagt, da habe ich ja 1, 2 Schuss drin. Das ist alles gut. Sag mal, kann, nee, das Magazin kann ich, Dingserweiterung kann ich nicht bei der Schrotzerin machen, ne? Wäre jetzt sinnvoller. Warte mal, das probiere ich einfach mal aus. Ist ja immer noch nicht fertig. Ich mach das mal so. Das dauert nie so lange. So, dann kann ich nämlich mal kurz, muss ich ausprobieren, aber ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht. Was zeigt denn damit? Ja, das sag ich mir, hab ich mir doch gedacht. Da sag ich mir doch, das funktioniert so nicht. Hä, warum geht denn das jetzt hier nicht rein? Ich wollte gerade sagen, ich hab's doch da rausgeholt. Na, das war ja eben gerade, wie gesagt, also... Wie gesagt, das waren 1, 2 Zombies, der hätte auch nach hinten losgehen können. Dank meiner Schrutze und meiner Reaktionszeit des Teufels haben wir das überlebt. Ja, Frage wie? Keine Ahnung. Ich hab gedacht, ich habe schon mal was gehört. Wahrscheinlich habe ich das auch und naja, gut. Mit der Munition. Ey, wir sind hier in den USA. Und das in der Schule. Und hier eine Munition. Was ist denn das? Das ist unrealistisch. Alter, das ist doch schon wieder verkehrt. Erst das Kleine wegmachen und dann ist es gut. Na, das ist ja unrealistisch. Ich glaube, ich sollte jetzt langsam mal das Licht anmachen. Das ist das Gute bei mir. Wie gesagt, ich brauche mir nicht umstellen wegen rennender Zombies. Weil, wie gesagt, die rennen ja bei mir durchgehend. Das spielt hier keine Rolle.
Da ist eine Schmidt umstellen. Aber ich hätte jetzt doch trotzdem ein bisschen wenigstens für den letzten Endkampf quasi, falls jetzt ja doch ein Traube ankommt, tut, was bald sein wird. Und zwar da unten. Hätte ich doch gerne noch ein bisschen Munition. Falls mal Wechseltime ist, wisst ihr, dann habe ich mich wenigstens noch eine zweite Waffe. Oder eine Pistole. Ich würde so jetzt so gerne eine graue nehmen. Eine, egal was für ihn ist. Eine Waffe wäre jetzt besser. Und vor allen Dingen, ich habe jetzt auch irgendwie mal Pistolmunition. So, warte mal. So, jetzt schieße ich den da im Arsch. Oder auch nicht. So, die habe ich. Die kommt jetzt hierher. Im besten Fall der. Die macht das natürlich komplett anders. Hier rüber. Was soll denn das, Mädel? Du machst das komplett anders, wie du sollst. Komm mal hier rüber. Geht doch. Kommen die jetzt hier rüber? Ich hoffe es. Oh ja. Oh oh, naja, wie gesagt, 7 Schuss immer, wa? Ist nicht viel, aber besser als ja nicht. Und wie gesagt, weil ich denn so viel Widerstand habe hier. Achso, er ist ja auch noch da. Kommen Sie da runter? Das hört sich nicht. Also, sie hat schon bestimmt das Alter, da sollst du nicht unter ihr draufstehen. Hallo. Könnten Sie mal bitte hier rüberkommen? Ach, weißt du was? Mach doch, was du willst. Das machst du doch so oder so. Mal, kann ich den hier rüber? Hallo, hier! Wo willst du denn hin? Genau. Genau meine Schussrichtung. So soll das sein. Siehst du, jetzt habe ich das registriert und habe noch nicht mal Stress gehabt. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Hier sind ja auch nur irgendwie Zombies. Müssten eigentlich sein. Nee, ich habe wirklich alle Zombies weggemacht. Also laut Anzeige. So, was haben wir hier? Ah, Schatzsuche habe ich jetzt eh nicht. Wahrnehmung brauche ich auch nicht. Wie gesagt, ich bin laut genug. Es reicht. Ich werde genug wahrgenommen. Hey, warte mal kurz, Nase. Aber ich glaube, das sollte Gegenteil sein. Karmin. Das sind Kleinigkeiten. Na gut, ich schmeiße fast alle weg, aber hier so ein schmackes Hemd nehme ich. War also. Sag nur Prioritäten. So, das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Hält mal fest, aber nächstes Mal, wenn es geht, 2 Stacks Munition mitnehmen. Das ist sicherer. Oder kicken eben halt. Sag mal, können. Nee, Trommelmagazin können wir noch nicht herstellen, ne? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, das können wir noch nicht. So, und wehe, da ist noch ein Zombie drin, aber dürfte eigentlich nicht sein. Ich krieg ein bisschen Munition. Ich krieg wieder ein bisschen Munition. Yay. Er ist da draußen ein bisschen aufgeregt, etwas steht. Aber er muss jetzt warten. Ich muss mir erstmal um den Loot hier kümmern. Ah, aber das wird jetzt ganz schön ruppig, weil wie gesagt, jetzt kriegen wir das immer mit Grüne zu tun. Also zombie-mäßig. Das wird schon ein bisschen schwieriger jetzt. Verkaufen? Nee, wie gesagt, ich will das jetzt auch nicht tragen.
Weil... Nimm Platz. Also nee, das klappert. So meinte ich. Es klappert ja, wisst ihr? So, haben wir auch weg. Kriegst du noch was zu für unterwegs zum Schnecken? Ja, ein bisschen was. Das kann weg. Ja, komm, mach ich auch weg. Das ist jetzt so unwahrscheinlich, dass wir irgendwo rüberspringen müssen. Das ist Schulgrundstück. Das sie hier beschädigen. Das macht man nicht. Auch wenn sie ein Zombie sind. Muss denn alle kaputt gemacht werden? So, was habe ich hier noch? Ja, okay. Oh, das ist so gut. Dann kann ich mir das selbst herstellen und brauche nicht ständig suchen. Bei meinem Glück habe ich natürlich... Oh, das habe ich auch jetzt. Den Bogen, wo der drinne war. Habe ich bestimmt bei meinem Glück schon verkauft. So, ja, okay, weißt du, wenn er jetzt fällt es auch nicht so auf. Das kann ich... Warte, gerade die Witter? Ich habe ihn, keine Panik, das kann auch keine Horde sein. Das würdest du mitkriegen. Ist ja denn rot markiert. Clear! So, habe ich geparkt auf der anderen Seite. Hatte ich nicht das Auto gelootet, ja? Achso, ich habe das ja auch, genau. Ich hab das doch neu, ja, ihr wisst schon. Ja, was dann, Kabi? Ein Lückentext oder was? Mensch, wir haben doch, alt reaktiviert. Dadurch ist doch alles wieder neu da. So, hier müsste eigentlich auch irgendwo eine Miezekatze sein. Die ein bisschen aggro ist, da müssen wir auch kicken. Dass ich die jetzt nicht in die Arme rinlaufe. Aber es sieht schon mal gut aus. So, schnell zur Karre. Und dann ab nach Hause. Yes, wir haben es hier. Habe ich nicht noch vor 5 Sekunden gesagt, Miezekatze? Was? Was war denn das? Das war ja eine monströse. Gestorben an Miezekatze oder was? Jetzt lasse ich deine Teile durch die Gegend fliehen. Seh zu und erzittere. So, ja Leute, ich bringe das jetzt alles nach Hause, weil wegbringen können wir das eh nicht mehr. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Und wenn es euch gefallen hat, denkt daran, Däumchen, Träumchen, wächst nämlich der Kanal. Also, bis dann, ich bin raus. Tschüssikowski.